Hallo liebe Deutschlerner, heute zeigen wir euch ein weiteres Beispiel zum Zertifikat B1 Goethe ÖSD Schreiben Aufgabe 2 Forumsbeitrag. Aufgabenstellung: Sie haben in einer Online-Zeitschrift einen Artikel zum Thema Geld als Geschenk gelesen. Im Diskussionsforum der Zeitschrift lesen Sie folgende Meldung. Maria: Ich habe bald Geburtstag und wünsche mir von Freunden und Verwandten Geld, weil ich mir ein Fahrrad kaufen möchte. Meine Mutter meint, dass das nicht richtig ist, weil es zu unpersönlich ist. Ich kann mir aber nur so ein Fahrrad leisten. Und ich hätte auch kein Problem damit, jemandem Geld zu schenken. Schreiben Sie nun Ihre Meinung. Circa 80 Wörter. Wir haben mit Schwarz wichtige Ausdrücke für diese Aufgabe und mit Rot Grammatik markiert, die man auf B1-Niveau beherrschen und benutzen sollte. Nun zur Meinung. Ich finde, Maria hat recht und man kann Geld als Geschenk schenken. Am Anfang des Forumbeitrags sollte man immer sagen, ob man mit der vorgegebenen Meinung einverstanden ist oder nicht. Dafür eignet sich zum Beispiel der Ausdruck, ich finde, Maria hat recht. Ihr könnt noch weitere Ausdrücke dafür in unserem Blog finden. Es ist sogar sinnvoll, weil der Beschenkte sich davon etwas kaufen kann, was er wirklich braucht. Hier haben wir zwei Nebensätze, einmal mit weil und einmal mit was, wobei der zweite Nebensatz mit was ein Relativsatz ist. Nebensätze sind wichtig. Wenn ihr im schriftlichen Ausdruck B1 keine Nebensätze benutzt, bekommt ihr sicher weniger Punkte. Achtet bitte darauf. So vermeidet man unnütze Geschenke, die man dann vielleicht nie benutzt und sogar wegwirft. Das unpersönliche Man ist hier stilistisch besser als du oder wir. Und dann haben wir noch einen Relativsatz, der, wie ja schon gesagt, immer ein Nebensatz ist. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass Geldgeschenke unpersönlich sind. Es ist immer gut, wenn ihr beim Forumsbeitrag die beiden Seiten eines Themas oder einer Meinung behandelt. Und dafür eignet sich zum Beispiel der Ausdruck auf der anderen Seite. Und auch dazu gibt es weitere Redewendungen im Blog. Dann haben wir noch einen Nebensatz, diesmal mit das. Meiner Meinung nach kann man das Geldgeschenk aber persönlich verpacken. Man findet dazu viele Ideen im Internet. Meiner Meinung nach eignet sich immer zum Ausdrücken der eigenen Meinung. Und zu sehr vielen Themen passt der Hinweis, dass man dazu etwas im Internet findet. Ich persönlich freue mich immer über Geldgeschenke, weil ich dann selbst entscheiden kann, was ich mir kaufen will. Ich persönlich ist wieder ein Ausdruck zur Wiedergabe der persönlichen Meinung. Und dann haben wir wieder zwei Nebensätze, wieder einen mit weil und einen mit dem Relativpronomen was. Und jetzt haben wir den Forumsbeitrag noch einmal als Ganzes vor uns. Ich finde, Maria hat recht und man kann Geld als Geschenk schenken. Es ist sogar sinnvoll, weil der Beschenkte sich davon etwas kaufen kann, was er wirklich braucht.
So vermeidet man unnütze Geschenke, die man dann vielleicht nie benutzt oder sogar wegwirft. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass Geldgeschenke unpersönlich sind. Meiner Meinung nach kann man das Geldgeschenk aber persönlich verpacken. Man findet dazu viele Ideen im Internet. Ich persönlich freue mich immer über Geldgeschenke, weil ich dann selbst entscheiden kann, was ich mir kaufen will. Und jetzt noch eine wichtige Info an alle Abonnenten unserer Videos. Wir haben in letzter Zeit einige Nachrichten von euch bekommen, dass ihr nicht benachrichtigt werdet, wenn wir Videos hochgeladen haben. Der Grund dafür ist, dass YouTube einige Änderungen vorgenommen hat und ihr nun zusätzlich zum Abo-Button die kleine Glocke daneben anklicken müsst. So bestätigt ihr, dass ihr benachrichtigt werden wollt. Und dann ist alles wie vorher. Und das war's wieder für heute von Deutsch Global. Wir freuen uns aufs nächste Mal und verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba und Wiedervorge. Macht's gut!